Ja, erstmal hallo an alle. Eventuell müsste das Mikrofon eingestellt werden, weil ich das irgendwie nicht anders halte als Sänger. Sieht dann irgendwie nicht so aus. Ja, also, okay, klappt soweit alles. Ordnung zur Lautstärke? Warum nicht? Ja, daran kann ich leider nichts ändern. Nein, ja, also mein Name ist Michael, komme aus Kölbe, bin 17 Jahre alt. Beatboxe seit, also ich habe vor 5 Jahren damit angefangen, richtig trainieren, tue ich das jetzt erst seit 1,5 Jahren. Habe auch Kontakt zu einigen größeren Namen dieser Szene und unter anderem zu Michael Jackson und zu Beethoven. Ganz lustig, wenn jemand sich durch auf der Straße trifft und sagt, ey, was hast du Neues? Das ist so, Beethoven ist auch so ein cooler Typ, den habe ich ja mir als Vorbild damals genommen. Auch Michael Jackson ist so eigentlich totale gechillte Typ, wenn man den auf der Straße trifft. Ich kann nicht singen. Nein. Danke. Ja, wie gesagt, ich mache Beatbox und um mal kurz zu checken, wie Hallo, wie geht's? Hallo, seid ihr da? Cool. Ja, hab eigentlich nichts geplant, das ist alles improvisiert. Naja, was hört ihr für Musik? Einfach mal reinschreien. Das ist alles so Sachen, die kann ich leider nicht. ich habe da vorhin gehört, da kam Death Metal von hier vorne irgendwo. Von wo kam das? Oder bis? Wie bitte? Okay, von da. Höre ich selbst, kann ich aber nicht. was ich in meinem Beatbox mache, ist, Instrumente brauche ich logischerweise keine. Und was ich mache, höre ich dann ungefähr so an. Jetzt bitte alle aufstehen. Alle, die können, aufstehen. Gut. Weiter geht's. Ab nach oben. Nach meinen Teilen springt ihr. Jetzt. Danke. Ja. Was könnte ich noch machen? Kommt jemand von euch so, oder wer findet von euch so 90er Jahre Musik cool? So 90er Jahre Techno? Ja, okay, cool. Dann habe ich vielleicht was euch gefallen könnte.
Authentic Switch. Jetzt vielleicht eine Sache noch. Das ist persönlich. Was heißt persönlich? Das ist. Gefällt mir. Unbelievable. Drop the bass. Was ich immer cool finde an solchen Auftritten oder wenn ich Auftritte habe, dass die Boxen auf verschiedene Töne total anders reagieren. Zum Beispiel bei meiner Anlage zu Hause ist der Bass ziemlich hoch, wenn er. Du Anlagen sind immer viel cooler, da kommt es mehr, wenn ich mit den Lippen rolle. Sieht lustig aus, ich weiß. Und dann gibt es Leute, die hören ganz spezielle Musik. Einer von uns ist meine Ex-Freundin. Die hört ja lustige Musik. Habe ich auch immer so lange gehört. Die nennt sich Industrial. Und Industrial ist damals abgeleitet worden von allem, wie in die Richtung abgelandet ist, ist Techno. Und dann kam das Hardcore-Techno. Und das Hardcore-Techno klingt ungefähr so. Aber ich wäre im Großen und Ganzen kein Beatboxer, wenn ich nicht nur mit dem Bass arbeiten könnte. Mit verschiedenen Stimmen, wie auch immer, die man jetzt oder sehen möchte, oder auch vielleicht auch nicht. Ist ganz auch ein wenig komplizierter, wenn man anfängt, verschiedene Töne zu mixen. Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Hip-Hop-Set.